Na, auch aufgezeichnet. Das heißt, sollte irgendwas zu schnell gehen, werdet ihr morgen per E-Mail das Ganze dann auch nochmal zugeschickt bekommen, dass ihr das Ganze dann noch euch nochmal angucken könnt. Ja, das war es auch schon von meiner Seite. Und ich würde gern das Wort an Johannes übergeben und freue mich auf das Webinar. Moin, herzliches Moin aus Hamburg. Ja, ich darf euch begrüßen heute zum 21.09. Zu einem kleinen Vortrag von mir. Und ja, also ich freue mich einfach ein bisschen was zeigen zu können. Ich nehme euch mit ja, von der Bildidee über die Technik, Bildbearbeitung und ja, am Ende auch, wie das Ganze zustande kommt, von der Idee quasi bis zum fertigen Bild, reiße ich ein bisschen was an. Ich habe ein paar Folien vorbereitet und es wird auch einen kleinen ja, Live-Bereich geben, wo ich einmal in die Software, mit der ich arbeite, reintauche. Ich schneide ein paar Sachen an und genau, am Ende gibt es eine Fragerunde. Da können gerne auch Fragen einfach jetzt, die zwischendurch irgendwie aufkommen, gerne gestellt werden, hat Bobby auch schon gesagt. Und ja, ich versuche natürlich mein Bestes zu geben, am Ende auch die Fragen alle beantworten zu können. Ich würde sagen, ich fange einfach mal an. Starten mit der ersten Folie. Genau, ein bisschen was über mich. Ja, Johannes Berger, ich bin 32 Jahre alt. In Frankfurt am Main geboren, wohne inzwischen in Hamburg. Mich hat es beruflich ja, 2016 nach Hamburg verschlagen. Fühle mich hier in Hamburg pudelwohl. Also es gibt jetzt keine Ambitionen, zurück nach Hessen zu gehen. Und genau, ich fühle mich auch tatsächlich im Herzen ja, wie ein Hamburger und freue mich auch in einer der schönsten Städte Deutschlands leben zu dürfen. Ja, Fotografie. Hat 2016 angefangen, kurz nachdem ich hierher nach Hamburg gezogen bin. Ist mir eine alte Bridge-Kamera, die ich geschenkt bekommen habe, von meinem Vater in die Hände gefallen. Und ja, das war so der Start meiner Fotografie. Ich habe mich dann ein bisschen reingearbeitet über das Handbuch, YouTube, Tutorials etc. Genau. Oh, hier ist ein Schreibfehler. 2018, nicht 2108, habe ich mein Nebengewerbe angemeldet, weil das schon so weit inzwischen war, dass ich ja, teilweise Bilder verkauft habe, die ersten Anfragen kamen. Und um das einfach rechtlich ja, sicher zu machen und auch steuertechnisch richtig zu machen, habe ich mich entschlossen, Nebengewerbe anzumelden. Und genau, das läuft jetzt nebenbei. Genau. Ich habe Fotograf nicht gelernt, ich habe mir das autodidaktisch selber beigebracht. Ich bin aber auch gelernter Handwerker, also ich bin Tischler, habe meine Tischlerausbildung 2006 angefangen und seit 2015 habe ich meinen Meisterbrief, kann man auch im Hintergrund hier einmal erkennen und arbeite in der Möbeltischlerei, in der Arbeitsvorbereitung und genau, das mache ich tatsächlich aktuell Vollzeit. Fotografie ist gerade so ein Nebenbeiwerk und ja, genau. Neben der Fotografie und meinem Hauptjob habe ich noch ja, Interesse an Reisen. Das hat sich durch die Fotografie tatsächlich sehr, sehr gut ergeben. Ja, um einfach auch neue Orte zu entdecken, das ja, passt eigentlich so ganz gut immer. Ich mag Kaffee sehr gerne, habe hier eine Filterkaffeemaschine, eine Espresso-Kaffeemaschine und mache eigentlich immer aus ja, Bohnen mit einer Mühle das Kaffeemehl selber und habe da Freude dran, einfach verschiedene Bohnen auszuprobieren, verschiedene Kaffeearten zu testen und das mache ich sehr gerne. Genau. Nebenbei ja, arbeite ich auch gerne handwerklich, sowohl die Zeit, also solange es die Zeit natürlich hergibt. Ja, was noch fehlt, wir haben Nachwuchs bekommen, jetzt ist jetzt ein halbes Jahr alt und dementsprechend gehört das natürlich auch noch zu den Interessen auf jeden Fall dazu. Familie, genau. Ja, ich habe eine Internetseite www.jsbrgr.com. Genau, da sind ein bisschen meine Referenzen, was ich so die letzten Jahre gemacht habe drauf. Ich mache neben der normalen Architektur Cityscape Street-Fotografie mache ich auch Innenraumaufnahmen, also für unsere Tischlerei zum Beispiel, da sind auch Beispiele drauf.
Genau, könnt ihr euch einfach mal reinklicken, einmal durchschauen und ja, dann gehen wir auch schon mal einmal weiter. Zack, einmal nach vorne. Genau, Social Media ist einer der wichtigsten Punkte in den letzten Jahren, zumindest auch für mich geworden. Und ja, das ist so der Punkt, wo mich die meisten auch drunter kennen. Ich habe hier einen Screenshot von meinem Profil drin. Unter dem Synonym js.brgr bin ich eigentlich auf Instagram bekannt und zeige da, ja, versuche täglich was hochzuladen. Es klappt zeitlich nicht immer, habe das aber einige Jahre immer täglich hochgeladen. Ja, neue Bilder aus verschiedenen Städten Europas, Deutschland, ja, wo ich halt hingekommen bin. Und genau, das Thema dieses Accounts ist Cityscape, Architecture, Street Photography, alles so ein bisschen gemischt. Also eigentlich das Thema, was ja, wo ich heute ein bisschen was zu zeigen möchte, das ist das, was ich auf dem Kanal immer zeige. Ich habe Kooperationen mit den ein oder anderen größeren und kleineren Firmen gehabt, darunter war Manfrotto, NIO, Emimoja, Vattenfall etc. Genau, das soweit zu meinem Social Media Profil. Gerne einfach mal vorbeischauen, würde ich mich drüber freuen. Auch gerne hierüber, wer noch irgendwie Fragen oder so hat, schreibt mich gerne an, versuche ich ja noch zu beantworten. Werde ich vielleicht nicht sofort schaffen. Ich versuche mal alle Fragen zu beantworten. Kann einen Moment dauern, aber gerne, wenn noch eine Frage, wenn noch was offen ist, gerne mich darüber auch einfach kontaktieren. Ne? Da würde ich mich auf jeden Fall freuen. Ja, ein kleiner Einblick mit ein paar Beispielen. Was ich so mache, das war jetzt in Barcelona, hier ein Bild aus Hamburg, noch ein Bild aus Hamburg. Und ja, verschiedene Beispiele, meine Art von Fotografie, die ich so mache. Also ich bin einfach gerne in Städten unterwegs und versuche da diverse Elemente, Straßenbahn, Boote, Schiffe etc. mit einzubinden und spiele auch gerne mit Blendensternen, wie man es unten rechts erkennen kann. Und ja, ein bisschen mehr kommt jetzt auch im Vortrag, deswegen gehen wir einfach schon mal weiter. Ja, was erwartet dich heute hier? Ich habe verschiedene Punkte. Wir kommen zu dieser Übersicht im Laufe dieses Vortrags auch wieder zurück, damit ihr auch einfach wisst, wo waren wir jetzt, wo kommen wir noch hin. Wir fangen eigentlich jetzt an von der Herangehensweise. Ich würde ein bisschen was erzählen, ja, wie es dann ja, losgeht, bevor ich überhaupt fotografieren gehe. Genau, also ich habe einmal ein bisschen gezeigt, was meine Inspirationsquellen sind. Also ja, Fernsehen, also ich gucke ganz gerne Reisemagazine. Da hole ich mir heute schon mal die eine oder andere Inspiration. Social Media ist ganz groß geschrieben für mich. Ja, Zeitschriften finde ich ist auch ein wichtiger Punkt. Und natürlich Freunde und Familie über Erzählungen. Das kennen wahrscheinlich die meisten der Freund. Oder die Freundin war irgendwo im Urlaub und hat gesagt, Mensch, fahr du doch noch mal dahin, hat irgendwie Handyfotos gezeigt und man ist irgendwie so begeistert, dass man sagt, ja, super, da möchte ich gerne hin. Ich habe eine favorisierte Inspirationsquelle, ist auf jeden Fall Instagram für mich und ihr habt das gerade rechts schon gesehen. Über Instagram gibt es die Explore-Page, das ist quasi diese Lupe, wo eigentlich immer einem schon eine gewisse Vorauswahl eingespielt wird, die ja einem eigenen Account oder der Suche halt angepasst wird. Und dann kann man auch eine Hashtag-Suche machen, die nutze ich auch tatsächlich ganz gerne. Hier das Beispiel, das alte Rathaus von Bamberg. Da war ich zweimal bisher gewesen. Und ja, genau, ich habe das jetzt als Beispiel gemacht, das kommt gleich nochmal. Das genau ist jetzt quasi einmal ein kleiner Vorgeschmack. Und dann gibt es natürlich noch diese Community-Accounts, wie zum Beispiel ja, Germany Tourism ist ein Tourismus-Account, wo viel hochgeladen wird. Oder ja, gibt es Urban Romantics, Moody Grams etc., wo man auch immer tolle Inspirationen finden kann. Also ja, wer Instagram nutzt, der kennt eigentlich diese ganzen
Ja, Tools, um sich Inspirationen zu holen. Und dann gibt es natürlich auch befreundete Accounts, die was hochladen, wo man auch sieht, ja, ist super, da möchte ich gerne hinfahren. Genau. Springen wir einfach mal weiter. Ich habe meine Inspirationsquelle gefunden. Dann mache ich das eigentlich immer so, dass ich sage, okay, ich mache mir entweder Google Maps oder Apple Karten auf. Ich nutze ein iPhone und habe eigentlich immer Google Maps drauf, weil ich damit seit Jahren arbeite. Und ganz oben links würde ich mir dann das alte Rathaus in Bamberg einmal raussuchen und würde mir eine Markierung setzen, um das einfach ja, nachher safe auf der Karte zu haben und vielleicht auch daran sogar eine Route zu generieren. Also wir haben zum Beispiel 2020 im Herbst, ja, bin ich mit meiner Partnerin, haben wir dann Roadtrip durch Bayern gemacht und sind zum Beispiel in Würzburg gestartet, über Bamberg, Nürnberg, Regensburg, München, haben wir quasi Bayern einmal so ein bisschen besucht und da habe ich mir auch diese ganzen Punkte gesetzt und konnte das in der Routenplanung so ein bisschen berücksichtigen. Das hat mir auf jeden Fall sehr geholfen. Genau, kann ich tatsächlich nur empfehlen, diese Markieren-Funktion von Google Maps zu verwenden. Ja, was ist noch wichtig? Und zwar ist natürlich auch das Wetter und der Sonnenstand, finde ich, eine wichtige Komponente. Für die Wettergeschichten nutze ich ja, drei verschiedene Apps. Ich habe jetzt hier zwei als Screenshot einmal eingeblendet. Das ist einmal normal, die Wetter-App von iOS. Ja, hier schaue ich einfach die Just-in-Time, also was passiert heute oder was passiert morgen, wie sieht es morgen früh aus oder morgen Abend, um einfach eine Tendenz zu bekommen, lohnt sich das oder lohnt sich es nicht. Was immer noch ganz cool ist, hier hat man relativ einfach auch gleich die Zeiten für den Sonnenaufgang und Sonnenuntergang. Also es ist tatsächlich, find ich, dafür, dass das eine kostenlose App ist, eine sehr hilfreiche, zumindest für mich, genau. Des Weiteren für eine langfristige Planung nutze ich Wetter Online oder den deutschen Wetterdienst. Ja, aber Wetter Online, da kann man einfach sich den Ort eingeben und kann nochmal gucken, wie ist die Prognose für in 14 Tagen oder in einer Woche und hat dort eine ticken bessere Prognose, was ja, Sonnenzeiten, Regen etc. Ist. Also das kann ich tatsächlich auch empfehlen, Wetter Online, einfach die App runterladen, ist eine super Geschichte. Und für Regenradar, was natürlich auch wichtig ist, wenn man mit einer Drohne arbeitet, kann ich den deutschen Wetterdienst empfehlen. Die haben immer direkt ein Regenradar drauf und dann kann man direkt sehen, okay, wann kommt denn der nächste Regen, wann passt das genau. Für die Drohnen zum Beispiel, was ich auch öfters benutze, sind natürlich die Temperaturen auch wichtig. Die stellt ja jede normale Wetter-App dar. Genau. Ein Geheimtipp noch ist die App Sun Surveyor. Die gibt es in einer Lite- und in einer Pro-Version. Ich habe einfach nur die kostenlose Lite-Version. Die ermöglicht dir das, den Sonnenstand vor Ort zu überprüfen. Also man öffnet die App und im Prinzip wird der quasi wie so ein 3D Hologramm mit einem Sonnenverlauf, der Sonnenverlauf in dem Bild dargestellt in der Kamera, also sprich, du stehst ja, vor einem Gebäude, wo du sagst, okay, du willst einen Sonnenstern irgendwo genau platziert haben, dann kannst du genau gucken, okay, die Sonne steht an der Ecke um 15 Uhr und dann weißt du genau, ich muss um 14:30 da in der Ecke sein, um das Bild dann hinzubekommen. Genau, das ist ein super Tipp, kann ich tatsächlich nur empfehlen. Genau. Dann gehen wir einmal weiter in die nächste Folie. Damit wären wir tatsächlich auch schon mit der Herangehensweise durch. Ist eigentlich relativ simpel so. Also ich ja, denke, das ist, sind viele Sachen, die viele Fotografen benutzen. Und genau, jetzt würde ich einmal in die Aufnahmetechnik gehen, wird da ein paar Dinge zu erklären. Genau, einfach in die nächste Folie. Und zwar Kameraeinstellungen. Ich habe jetzt hier ein kleines Video drin, wie ich die Belichtungsreihe einstelle. Die Belichtungsreihe ist für mich persönlich, wenn die Lichtsituation relativ schwierig ist, also sprich
zu den Sonnenuntergang, Sonnenaufgangszeiten oder wenn das Licht von vorne zu hell kommt, ist das ein super Punkt, um einfach ein gut belichtetes Bild hinzubekommen, indem ich halt drei Einzelaufnahmen mache mit einer unterschiedlichen Helligkeitsbelichtung. Und genau, also das kann man natürlich alles manuell machen, indem man dann immer wieder die Verschlusszeit verändert. Das Schöne ist, die neuen Kameras, modernen Kameras haben dafür diese Automatik. Genau, deswegen kann ich eigentlich immer nur empfehlen, diese Automatik zu verwenden. Ich verwende meistens immer drei Bilder und dann mit einer Veränderung von einer EV-Stufe. Das aus Erfahrungen jetzt der letzten Jahre bewährt sich das. Man kann das noch ins Unermessliche treiben. Die neuesten Kameras können auch 5 oder 7 oder 9 Reihen machen mit diversen noch Unterschieden. Und also für mich reicht die 1-0er-Versetzung auf drei Bilder. Das sehen wir gleich in einem Live-Teil. Kann man das nochmal super sehen. Genau, M-Modus benutze ich meistens. Den A-Modus mit der festgestellten Blendeneinstellung nutze ich, wenn ich möchte, dass die Blende immer fix ist, also zum Beispiel immer eine Offenblende und mir die Verschlusszeit in Anführungsstrichen egal sein kann. Das bietet sich vorwiegend an, wenn das Licht eh ausreichend da ist. Genau, in Gegenlicht und schwierigen Situationen nochmal zur Belichtungsreihe, würde ich zur Belichtungsreihe greifen. Und ja, im Idealfall hat man ein Stativ. Geübte Leute können auch eine Belichtungsreihe freihand auslösen. Also ich habe gleich ein Beispiel, wo ich das freihand gemacht habe und wo es die Software echt gut hinbekommt. Das werden wir auf jeden Fall gleich sehen. Genau, bei Nacht und Dämmerung ist es ganz wichtig, natürlich immer ein Stativ zu verwenden oder einen Selbstauslöser. Und in der Dämmerung, wenn man Freihandaufnahmen machen möchte, es funktioniert bis zu einem gewissen Grad. Also sollte man immer so eine kleine Faustformel beachten. Ich habe unten ein Beispiel hingeschrieben, bei 16 mm Brennweite müsste man ein Fünfzehntel belichten, wenn man keinen Bildstabilisator drin hat. Das tatsächlich habe ich viele Jahre ja, oder ein paar Jahre gemacht, weil ich Kamerabodies hatte, die keine integrierte Sensorstabilisierung hatten und dementsprechend musste ich immer auf diesen Punkt achten. Ja, also man kann im Prinzip sich einmal grob denken, wenn ich 16 mm habe, brauche ich ein Fünfzehntel, habe ich 100 mm, brauche ich ein Hundertstel. Alles, was dann kleiner wird, also ein Zehntel, ein Achtel oder ein Achtzigstel oder ein Fünfzigstel, wird dann sehr wahrscheinlich ein verwackeltes Bild ergeben. Das ist so ein kleiner Tipp, ja, den man auf jeden Fall immer anwenden kann. Also wer jetzt nicht genau weiß, Freihand und möchte verwacklungsfreie Bilder aufnehmen, der kann sich an diese Formel eigentlich immer halten. Genau. Was noch wichtig ist, ist natürlich die ISO-Belichtung, also die Bildverstärkung möglichst gering halten. Die modernen Kameras ja, können inzwischen relativ hohen ISO-Wert ganz gut abhaben. Da sollte man trotzdem immer darauf achten, dass der relativ niedrig ist. Genau. Lässt sich manchmal nicht vermeiden, muss man dann Kosten-Nutzen abwägen, ob man sagt, man nimmt eine hohe ISO dafür in Kauf und ja, geht halt ein bisschen Bildrauschen ein. Genau. Das soweit zur Technik. Gehen wir einfach. Neben der reinen Technik ist natürlich auch die Bildkomposition wichtig. Ich habe hier ein paar Beispiele reingemacht. Ich bin ein großer Freund von Pfützenspiegelungen. Man kann die Spiegelung mit einem Smartphone-Display machen, mit einer Fensterscheibe, mit einem Autodach. Ja, also ich mag Spiegelung sehr gerne und habe jetzt hier ein Beispiel von Lissabon drin, wo die Tram ein bisschen angeschnitten ist. Man kann natürlich bei einer noch niedrigeren Kameraposition kann man da fast 1:1 Spiegelung machen. Das ist jetzt nur eine angeschnittene Spiegelung, was mir persönlich aber ja immer besser gefällt als eine komplette Spiegelung. Das ist aber alles Geschmackssache, ist auf jeden Fall eins der Stilelemente, die ich sehr gerne verwende. Genau, was ich noch sehr gerne benutze, ist einfach einen Blendenstern zu platzieren. Ganz oben rechts habe ich ein Luftbild hier aus Hamburg. Tatsächlich funktioniert das auch mit einer Drohne, wie man das gut erkennen kann.
Genau, da versuche ich eigentlich bei meinen Drohnenaufnahmen, wenn die Sonne im Spiel ist, versuche ich die immer irgendwo an einem Gebäude, was ich in Szene setzen will, zu platzieren. Und ja, man kann das auch zum Beispiel wie auf dem zweiten Bild von unten links, hat sich tatsächlich in einem kleinen Baum ein Loch ergeben, wo die Sonne durchgeschienen hat. Das hat mich tatsächlich sehr verblüfft, als ich vor dem Schillerhaus in Hamburg stand und dieses Foto gemacht habe. Genau. Was immer noch ganz, ganz nett ist, wenn man mit langen Schatten spielt, oder allgemein das Licht und den Schatten, ja, mit einbaut in das Bild. In dem mittleren, unteren Bild, das ist in Leipzig beim Neuen Rathaus, habe ich hier versucht, ja, in dem Bogen, wo das Licht von hinten durchgeschienen hat, die Radfahrerin mit einzubauen. Und genau, also in dem Rahmen, wo die Person noch relativ unkenntlich ist, kann man das auf jeden Fall machen. Wenn die Person natürlich schon kenntlich ist, sollte man immer vorher einmal fragen, ob das in Ordnung ist, das Bild zu machen. Genau. Was noch ein schönes Stilmittel ist, sind Führungslinien allgemein. Ich habe jetzt zum Beispiel in dem ja, vierten Bild von links habe ich diese Bahnschienen als Führungslinie mit eingebaut. Das ist in Halle auf dem Marktplatz. Da laufen die Straßenbahnschienen sehr schön als Kreuz zusammen. Und ja, da habe ich versucht, den Betrachter in die Bildmitte zu ziehen und das Marktschloss hier rechts und die Marktkirche links, ja, passen da halt echt ganz gut hin. Genau. Das ist auf jeden Fall auch ein schönes Element, was man immer versuchen kann. Man kann einen Bordstein auch mitnehmen oder in dem zweiten Bild links mit dem Sonnenstern beim Schielehaus wäre dieser Parkstreifen, der von links unten ins Bild läuft zum Motiv, zum Schielehaus. Also es gibt verschiedene Elemente, die vor Ort einfach vorhanden sind. Ja, Bordsteinkanten, Markierungen etc. Das kann man alles immer einbauen. Also da braucht man keine Angst haben. Und was ich auch sehr gerne verwende, ist einen unscharfen Vordergrund. Ja, eins meiner Lieblingsmotive in Hamburg, das Bild, der Fensterblick. Genau, da habe ich mit einer Offenblende fotografiert, also mit wahrscheinlich einer 2.8 und einer 3.2 war das gewesen. Und ja, mein Fokus war hinten auf der Elbphilharmonie gewesen und automatisch, weil der Vordergrund so nah an der Kamera war, wurde dann durch die hintere Fokussierung wurde dann der Vordergrund unscharf. Genau. Und ich habe an den Fensterrahmen noch eine Lichterkette verbunden, die dementsprechend diese kleinen Lichtbälle dann noch mit erzeugt hat. Genau, das verwende ich auch sehr gerne. Man kann natürlich auch alles irgendwie mischen und zusammenverwenden. Ja, genau. Das sind so im Prinzip meine meistverwendeten ja, Sachen für eine Bildkomposition. Genau. Ja, dann schauen wir einmal weiter. Wir haben jetzt durch einmal die Herangehensweise und die Aufnahmetechnik. Jetzt möchte ich ein bisschen was zur Kamera sagen. Also jetzt wissen wir, okay, wie plane ich die ganze Sache? Welche Hilfsmittel benutze ich? Wie kann ich die Kamera verwenden? Beziehungsweise, was hilft mir bei schwierigen Lichtsituationen? Wie kann ich ein Bild in einer Bildkomposition gut einsetzen, um Motiv schön darzustellen? Und jetzt ist natürlich auch wichtig, ja, mit welcher Kamera, beziehungsweise ich möchte einfach zeigen, mit was ich arbeite. Und genau, dann springen wir da einfach mal in den Punkt Technik mit rein. Ja, hier sehen wir einen kleinen Ausschnitt von der Ausrüstung. Ich habe jetzt Rucksäcke, Stative etc. nicht mit drauf gemacht, aber eigentlich die wichtigsten Tools, die ich halt habe. Aktuell nutze ich eine Sony Alpha 7R Mark III. Das ist so meine Hauptkamera, das ist eine 42 Megapixel Vollformatkamera. Die 42 Megapixel bieten mir halt in der Architektur, Fotografie sehr viel Spielraum für Details. Das ist schon, finde ich, sehr wichtig und auch für meine Innenraumaufnahmen, die ich hin und wieder auch noch mache, ist natürlich auch ein bisschen mehr Megapixel schon ganz, ja, ist das schon ganz hilfreich.
Als Backup habe ich meine alte Sony A7R Mark I. Die habe ich viele Jahre gehabt. Die habe ich jetzt noch als Backup hier rumliegen, wird aber tatsächlich selten genutzt. Und dann habe ich noch eine Sony Alpha 6000, die hatte ich vor der Alpha 7R. Ja, die habe ich jetzt noch einfach hier. Und genau, als Objektive habe ich mir ja vor einem halben Jahr das 1424 für meine Architekturaufnahmen gekauft. Einfach weil vor allem ich bei den Innenraumaufnahmen gemerkt habe, bei 16 mm ist teilweise schon zu lang. Also man braucht teilweise 14 oder 10 mm, um alles im Raum auch darstellen zu können. Genau, das nutze ich auch gerne für meine Architekturfotografie. Da kann man mit sehr schöne Perspektiven machen und mit der 2,8er Blende kann man auch eine schöne Unschärfe-Geschichte noch mit einbauen. Ja. Ich habe noch ein Sony 1635 F4, das ist mein erstes Objektiv gewesen. Dementsprechend sieht das, muss ich ehrlicherweise sagen, auch aus. Hat ordentlich Gebrauchsspuren. Genau, ist an der Kamera hier seitlich am Regal gerade dran. Und ja, das benutze ich tatsächlich ja jetzt weniger. Ich habe das sehr, sehr viele Jahre für viele meiner Bilder benutzt. Da war ich auch sehr zufrieden mit. Genau, im Prinzip hat das Sigma das Sony abgelöst. Und das Sony habe ich jetzt noch hier stehen. Wenn mal irgendwas ist, kann ich darauf auf jeden Fall zurückgreifen. Ja, ich habe noch ein Tamron 2875. Das ist so mein Brot- und Butter-Objektiv. Das deckt sehr viel ab und damit bin ich auch sehr zufrieden. Vor allem ist es schön leicht und kompakt. Genau. Was ein bisschen rausfällt, ist das Sony 85 1.8. Das ist das Porträtobjektiv, was ich habe. Ich mache relativ wenig Porträtaufnahmen. Das habe ich aber mal just for fun geholt. Nutze ich hauptsächlich auch für Familie oder ja, hier zu Hause für so ein paar. Ja, Familienbilder. Genau, dann habe ich noch zwei Telezooms, ein 70-180 in F2.8 von Tamron und das Sony 100-400 G-Master, um einfach ein bisschen mehr Brennweite zu haben. Genau. Über dieses ganze Kamera-Equipment hinaus verwende ich ein Haida 100x100 Scheck-Filtersystem mit ND-Filtern. Ich habe eine DJI Mavic 2 Pro Drohne, Insta 360 One X Action Kamera, die ist auch auf dem Bild unten drauf. Für Instagram Stories etc. nutze ich sehr gerne auch mein iPhone 12 Pro. Ich habe dafür ein DJI Osmo Mobile 3 Smartphone Gimbal und als Stativ ja, habe ich ein Manfrotto ja, Carbon Tripod mit schwenkbarer Achse. Ich habe auch einen ohne. Das kommt dann immer auf den Auftrag drauf an, was gerade gefordert wird. Genau. Ja, Rucksäcke habe ich auch von Manfrotto einen, von Cosy Speed eine Hüfttasche. Das ist dann auch immer eigentlich alles ganz gut gefüllt. Genau. Ja, die gezeigten Aufnahmetechniken sind natürlich auch mit einem System von Sony, Nikon, Fuji etc. möglich. Das ist jetzt nur die Geschichte, ich wollte ein bisschen vorstellen, was ich verwende. Genau, dann gehen wir auch schon weiter. Damit wäre die Technik durch. Jetzt wird es für viele, glaube ich, auch ganz interessant. Ich gehe einmal in die Bildbearbeitung. Und zwar Bildbearbeitung. Ja, also ich würde sagen, Adobe Creative Cloud, das kennen sehr viele Kreative, sowohl Fotografen, Videografen, Grafiker, die kennen alle diese Creative Cloud. Die ist recht groß und umfasst viele gute Arbeitswerkzeuge. Und ich ja, nutze hauptsächlich Lightroom Classic. Das kennen wahrscheinlich auch die meisten, die sich mit Fotografie beschäftigen. Lightroom Mobile oder CC, wie ich das nennt, nutze ich hauptsächlich synchronisiert mit meinem Lightroom Classic auf den mobilen Geräten, also auf dem iPad oder iPhone. Und genau, dann habe ich für den Feinschliff, also ich mache tatsächlich, es gibt viele Leute, die machen fast ihre komplette Bildbearbeitung in Lightroom. Ich mache die meiste Bildbearbeitung tatsächlich in Photoshop. Zeige ich gleich ein bisschen was und da sage ich ein paar Punkte dazu. Genau, dann
Gibt es für die Videobearbeitung nutze ich Premiere und After Effects tatsächlich relativ selten. Ja, genau. Dann gehen wir auch schon weiter. Und zwar beginnt jetzt quasi unser erster Live-Teil. Ich würde euch gerne einfach mitnehmen, einmal in mein Lightroom. Dazu beende ich jetzt einmal die Präsentation. Da kommen wir gleich wieder zurück. Ich möchte euch einmal kurz zeigen, einmal die Bildverwaltung, wie ich das mache, Synchronisation mit der Creative Cloud, Belichtungsreihe zusammensetzen, wie man Preset anwendet. Und dann habe ich noch einen schönen Geheimtipp für Leute, die mit Photoshop nicht so viel am Hut haben, die aber auch gerne getrennte Bereiche schnell bearbeiten möchten. Habe ich einen super Geheimtipp, den habe ich auch vor einem halben Jahr erst zufällig entdeckt. Genau, und dann eine Übergabe an Photoshop. Genau, so. Jetzt müssten alle bei mir im Prinzip auf dem Rechner sein. Ich habe jetzt einmal mir ein paar Beispielbilder rausgesucht. Und ja, genau, Lightroom. Also wer Lightroom nicht kennt, das macht tatsächlich Sinn und es hat und ein bisschen reinkommen will. Es gibt richtig gute Tutorials auf YouTube, kann ich tatsächlich empfehlen. So habe ich mir das auch beigebracht, da einfach mal zu gucken. Wir haben jetzt nicht genug Zeit, um das Programm eins zu eins zu erklären. Ich würde jetzt einfach hier meine Bearbeitungsschritte, wie ich zu einem Bild komme, euch einmal zeigen. Und an einem dieser Bilder hier würde ich dann tatsächlich auch eine finale Bearbeitung machen. Genau. Alles ein bisschen angeschnitten und bei Rückfragen most mich gerne nochmal an oder schreibt eine Frage in den Chat. Da können wir auf jeden Fall nach dem Webinar nochmal kurz sprechen. Genau, also ich habe hier mein Bibliothekstool. Wenn ich eine Speicherkarte reinstecke, kann ich hier über Importieren mir die Daten auf meine Festplatten ziehen. Ich habe jetzt für unser Webinar heute quasi einen Ordner mit ausgewählten Bildern gemacht. Den habe ich importiert und der wird mir jetzt auf meiner internen Festplatte quasi einmal dargestellt. Ich mache jetzt einmal meine Festplatte für 2020 auf. Hier ja, habe ich 2020 und 2021 die Jahre liegen. Und wenn ich das einmal aufmache, kann man hier seitlich schon ganz gut sehen. Das sind im Prinzip die Tage und die Monate und dahinter habe ich kurz eine Beschriftung gemacht, wo ich war. Also ich war 2020 kurz vorm Lockdown in Barcelona gewesen. Dementsprechend sind hier auch vier ja, Ordner quasi, wo Bilder von Barcelona drin sind. So sortiere ich mir das und ja, in jedem dieser einzelnen Ordner sieht das dann so aus, wie es hier geöffnet ist. Ja. Genau, ich habe quasi ein Bild vorbereitet, an dem wir die Bearbeitung machen. Das ist hier schon das erste Bild und an den restlichen Bildern möchte ich einmal gerne zeigen, wie man eine Belichtungsreihe zusammensetzt. Das ist eigentlich total einfach. Ich wähle das erste Bild an, halte die Shift-Taste gedrückt, wähle das letzte Bild der Reihe an und kann einfach über Rechtsklick Zusammenfügen von Fotos zum HDR, das einfach draufdrücken. Eine Alternative wäre, einmal hier oben über Fotos zu gehen und dann auf Zusammenfügen von HDR oder den Shortcut verwenden. Ich würde jetzt einfach den Shortcut verwenden, Ctrl H. Damit öffnet sich dieses Vorschau für Zusammenfügen-Fenster. Was wichtig ist, ich habe diese drei Aufnahmen, also Bild 2, 3 und 4, freihand morgens geschossen. Das war auf einem Ponton gewesen, relativ wackelig. Dementsprechend haben diese Bilder so eine ganz leichte Verwackelung drin. Was Lightroom sehr gut hinbekommt, ist, diese Bilder dann auszurichten und quasi ja, trotzdem eine gute Belichtungsreihe herzustellen. Genau, ich habe die automatische Einstellung, habe ich immer aktiv. Und Überlagerungseffekte, Geistereffekte beseitigen, habe ich auch hoch. Und natürlich einen Stapel erzeugen, das ist wichtig. Jetzt sieht man, die roten Bereiche sind die Bereiche, wo ja, es Bewegungen gibt. Ich mache das jetzt einfach mal zusammenfügen.
wähle mir schon mal die nächste Reihe an, mache die schon mal auf. Und im Hintergrund, weiter oben, wird jetzt quasi das HDR von Lightroom zusammengebaut. Es wird jetzt gleich, wenn der Balken voll ist, quasi eine bearbeitetes Bild oder zusammengefügtes HDR quasi gleich ja, hier im Ordner sich befinden. Genau. Das zweite Bild, was jetzt zusammenkommt, das ist auf jeden Fall auch immer ein guter Punkt. Hier hatte ich ein Stativ gehabt. Also hier dürfte es relativ weniger Geistereffekte geben. Das werden wir jetzt gleich sehen. Ja, es macht auf jeden Fall Sinn, bei einer Belichtungsreihe, wenn es relativ spät ist und man trotzdem noch ja, die Stadt im Dunkeln aufnehmen möchte, trotz dass das hell genug ist und der Himmel dann auch passend belichtet ist, macht das auf jeden Fall Sinn, ein Stativ zu verwenden. Und dann hat man auch nicht das Problem, dass die Bildbereiche nicht passen. Hier kann man es sehr gut erkennen, sind die Bildbereiche mit den Geistereffekten relativ gering. Ich setze das jetzt hier auch einmal zusammen und zeige euch jetzt noch an einem der Drohnenaufnahmen, die ich gemacht habe, was diese HDR zusammenfügen, was das kann. Also bei den Drohnenaufnahmen ist das so, dass ich das HDR meistens nehme, passt das noch minimal an und dann ist das für einen Kundenauftrag, der ein neutrales Bild haben möchte, ist das ein super Ergebnis. Also das kommt da wirklich schon sehr, sehr gut hin. Das werden wir jetzt gleich erkennen. Wenn das einmal erstellt ist, kann man das, glaube ich, so ganz gut erkennen. Genau. Ich füge den jetzt nochmal zusammen. Wir können uns parallel hier schon mal im Entwicklungstool das Bild angucken. Das ist quasi das HDR, was er aus den drei Aufnahmen zusammengefügt hat. Ich werde jetzt nochmal den Stapel einblenden. Man kann erkennen, ich habe dort eine dunkle Aufnahme gemacht, eine korrekt belichtete Aufnahme und eine Aufnahme, wo der Vordergrund quasi heller ist. Und ja, genau, diese drei Aufnahmen hat das Programm jetzt zusammengerechnet und quasi dieses Bild erstellt. Also das finde ich ist schon mal ganz ordentlich und vor allem, was sehr schön ist, wir haben na, einigermaßen gute Belichtung im Vordergrund, der ja relativ dunkel war und der Himmel ist auch nicht ganz ausgebrannt. Also das ist, finde ich, eine wichtige Komponente bei so einem Bild. Deswegen verwende ich sehr gerne die Belichtungsreihe. Wenn wir uns jetzt die Drohnenaufnahme nochmal angucken, das ist schon, finde ich, richtig gut, was diese Belichtungsreihe rausholen kann. Das war hier für einen Kundenauftrag, bin ich in der Stadt geflogen, hatte ich eine Genehmigung. Und genau, da habe ich natürlich auch die Chance genutzt, in der Höhe zu sein, dass ich nochmal hier die Stadt von oben mit aufnehme. Das finde ich schon ist sehr enorm, was diese Belichtungsreihe bei Drohnenbildern kann. Ja, das ist auf jeden Fall schon sehr gut. Ich würde das Letzte jetzt auch nochmal zusammensetzen. Können wir uns parallel gleich einmal angucken. Und ja, dann springen wir eigentlich schon zum nächsten Punkt. Synchronisation mit der Creative Cloud, wie kriege ich die Sachen aufs Handy? Ja, ist eigentlich tatsächlich relativ simpel. Ja, genau. So, zack, jetzt lassen wir den einmal laufen. Und zwar in der Bibliothek habe ich hier meine Ordnerstruktur, wo quasi meine Daten von der Speicherkarte in einem Ordner liegen. Wenn ich die in die Bibliothek haben möchte, also in die Creative Cloud, gehe ich auf Sammlung erstellen, sage mit Lightroom synchronisieren und sage dann auf Erstellen. Ich habe das schon gemacht. In meiner Sammlung gibt es hier unten so ein kleines Symbol. Das bedeutet, dass die Bilder synchronisiert sind. Wenn ich jetzt auf meine mobilen Endgeräte sind, werden mir diese Bilder dargestellt. Er hat hier diese Smart-Vorschauen in einer kleineren Auflösung synchronisiert. Ich kann jetzt auf dem Tablet oder auf dem iPhone die Bilder vorbearbeiten. Die Einstellungen werden übernommen und kann das Bild im Prinzip fertig hier auf dem Rechner bearbeiten. Genau, so ist eigentlich mein Workflow. Genau.
Ja, ein Farbblock mit einem Preset anlegen. Also ich möchte das an dem Bild gerne zeigen. Ich habe mir Farblocks in den letzten Jahren einfach erstellt. Den benutze ich am meisten. Das ist im Prinzip eine Grundeinstellung dieser verschiedenen Einstellmöglichkeiten hier, Farben etc. Ja, also da kann man sich gerne einmal durchfuchsen, wenn man rangeht, ein Bild zu bearbeiten. Und dann kann man sich das im Prinzip ganz einfach diese Einstellung als Preset erstellen. Und dann taucht das hier in der Liste auf und man kann relativ schnell Einstellungen übernehmen für verschiedene Bilder und so einen gewissen Farblook einmal auch erzeugen. Genau. Bei diesem Bild würde ich jetzt die Bearbeitung einfach fortführen. Ich richte das hier nochmal gerne aus. Habe jetzt hier eine vertikale Ausrichtung genommen, weil wir viele vertikale Linien haben und dadurch bekomme ich eigentlich eine ja, ganz gute Ausrichtung vom Bild. Also ich bin immer ein Freund von gut ausgerichteten Bildern. Genau. Ja, genau. Ich würde jetzt einmal nochmal in die Präsentation springen. Zack. So. Genau. Wir haben jetzt noch offen den Verlaufsfilter mit der Luminanzmaske. Das zeige ich jetzt und die Übergabe an Photoshop. Genau. Und dann zeige ich euch die nächste Folie schon mal. In Photoshop möchte ich einmal kurz zeigen, wie man den Himmel vom Rest markiert, wie man eine Tonwertkorrektur auf die separierten Bereiche anwendet, mit einer Farbbalance kurz arbeitet. Dodge und Burn möchte ich kurz zeigen. Und wie man schnell einen Farblook mit Belichtung und selektiver Farbkorrektur erzeugt. Genau. Und einmal einen Export. Da gehen wir einmal rein. Wenn wir damit durch sind, geht es im Prinzip einmal zurück in die Präsentation. Dann habe ich noch ein paar kleine Punkte. Und dann sind wir eigentlich auch schon durch mit dem Vortrag. Genau. So. Also ich habe mein Preset drauf. Jetzt möchte ich einmal noch den Verlaufsfilter zeigen. Ich habe einen Verlaufsfilter, der bei mir immer mit einer Helligkeit angelegt ist. Und für Leute, die mit Photoshop jetzt nicht so viel am Hut haben, gibt es trotzdem eine Möglichkeit, wie man den Himmel trotzdem gut bearbeiten kann vom Rest. Ja, es gibt diesen Verlaufsfilter. Ich kann dazu eine Luminanzmaske einschalten. Und über die Luminanzmaske kann ich meinen Bereich separieren, indem ich zum Beispiel hier den Bereich so weit separiere, dass nur noch die hellen Bereiche angewählt sind. Das kann ich jetzt hier einmal machen. Für die Auswahl setze ich die Luminanzmaske wieder aus. Und ich kann jetzt hier relativ simpel nochmal sagen, okay, ich möchte die Lichter runterdrehen oder ich möchte das nochmal heller haben oder möchte nur den Bereich zum Beispiel nochmal mit einem mehr Gelb haben, wie auch immer. Das funktioniert so rüber sehr, sehr gut. Das geht auch über Photoshop. Würde ich auch gleich einmal kurz anschneiden. Genau, das Ganze geht auch für den Gegenbereich. Da setze ich die ganze Geschichte nochmal hoch. Gehe auf Luminanz, Luminanz anzeigen und ziehe den Regler dementsprechend in die Gegenrichtung. Mache mir die Maske wieder aus. Und kann somit relativ einfach einen dunklen Vordergrund nochmal nachträglich einen Tacken heller machen, dem auch vielleicht eine andere Farbkorrektur mitgeben. Also wenn ich sage, ich möchte den Vordergrund ein bisschen mehr blau haben, dann kann ich das darüber relativ schnell und einfach machen. Ich würde das jetzt einfach mal so belassen. Zeige euch jetzt gleich im nächsten Schritt, wie der Export funktioniert. Eigentlich, beziehungsweise die Übergabe an Photoshop ist eigentlich total einfach. Rechtsklick auf das Bild bearbeiten in Adobe Photoshop und dann übergibt er das quasi einmal. Das macht er jetzt automatisch. Ja, genau. Das lädt jetzt einmal. Ich würde einen kurzen Schluck trinken und dann geht es auch gleich weiter. So. So, genau. Ich blende das einmal mit ein. Ich werde immer gefragt, in welchem Profil ich arbeiten möchte.
Ich nutze eigentlich immer das Dokumentenprofil von Lightroom, wo das Bild drauf angelegt ist. Genau, jetzt sind wir in Photoshop. Ganz links haben wir die Bearbeitungswerkzeugzeile. Im oberen Bereich ist die Eigenschaftenzeile, die quasi die Eigenschaften des ausgewählten Werkzeugs anzeigt. Und ganz rechts habe ich rechts unten habe ich meine Ebenen, meine Korrekturen und Eigenschaften. Ich habe noch ein Einstellungspanel, das habe ich mir mal geholt. Ja, das macht mir die Bearbeitung ein bisschen einfacher, benutze ich tatsächlich auch ganz gerne. Ist aber jetzt tatsächlich für das Tutorial hier relativ uninteressant. Genau. Ich würde jetzt hier ganz einfach mit der Schnellauswahl einmal anfangen, mir den Himmel zu maskieren. Ja, genau. Ich habe jetzt hier zum Beispiel so Bereiche, wo ich mit der Maus jetzt nicht so gut hinkomme. Ich habe hier zum Beispiel kleine schwarze Bereiche. Habe hier den hellen Bereich, den Schornstein. Da braucht man sich keine Gedanken machen. Im nächsten Schritt kriegt man diese Konturen relativ gut und einfach nachgefahren. Ja, ich verwende ein Stifttablett. Dazu kommen wir gleich kurz angeschnitten. Verwende ich eigentlich immer für meine Bildbearbeitung, vor allem auch in Photoshop. Da bin ich jetzt auch gerade einmal gleich draufgeschaltet und ja, werde jetzt diese Auswahl, die ich getroffen habe, einmal nochmal ein bisschen feiner nachziehen. Ja, im Prinzip fahre ich jetzt eigentlich die ausgewählten Kanten einmal nach. Das kann man relativ rudimentär machen. Wie man schon eigentlich erkennen kann, das Programm zieht die Konturen schon sehr gut nach. Also da, wenn die Kontrastkanten zwischen hell-dunkel sehr genau sind, zum Beispiel wie hier diese Elbphilharmonie in dem hellen Sonnenschein, dann ist es dem Programm schon sehr, ja, das ist schon sehr einfach mit dem Programm, diese Sachen da schnell mal auszuschneiden. Ich kann jetzt hier auch einfach die Vögel anwählen. Die soll er da eigentlich noch mit reinnehmen. Mal gucken, ob er das macht. Ja, lädt ein bisschen nach. Das ist halt je mehr Auswahl im Prinzip in einem Bild ist, desto mehr dauert das, bis er es geladen hat. Genau. Er hat jetzt mir die Auswahl hier verbessert. Rechne nochmal ein bisschen rum. Wir haben hier noch einen kleinen Punkt, da gehe ich einfach nochmal drüber. So, jetzt passt das hier unten an der Ecke links. Und jetzt würde ich einfach sagen, einmal okay. Jetzt hat er meine Auswahl. Und diese Auswahl, weil ich die vielleicht noch mal irgendwann wieder verwenden möchte, würde ich einmal speichern. Da gehe ich oben in der Bearbeitungsleiste auf Auswahl speichern. Würde das einfach, jetzt wird das Bild im zweiten Bildschirm angezeigt. Ich fahre das noch mal rein. So, zack. Wird das quasi mit Himmel bezeichnet und diese Auswahl wird in einem der Kanäle hier unten dargestellt. Genau, diese Auswahl ist aktuell noch aktiv. Und eine aktivierte Auswahl kann ich jetzt an eine von diesen Korrekturen binden. Ich mache das immer so, gibt verschiedene Wege. Also ich mache das so, dass ich die Auswahl, die ich getroffen habe, an der Tonwertkorrektur binde. Diese Tonwertkorrektur werde ich nicht bearbeiten, sondern das ist nur meine Basis für die Auswahl. Man könnte die jetzt auch bearbeiten. Ich habe mir aber angewöhnt, noch eine zweite drüber zu machen. Sagt eine Abhängigkeit, dass diese Tonwertkorrektur der unteren Tonwertkorrektur abhängig ist. Und damit habe ich jetzt die Auswahl für meinen Himmel. Jetzt würde ich diese mit Command J einmal kopieren. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie kriege ich das Gegenstück hin? Also den Himmel habe ich. Das ist eigentlich total einfach. Photoshop kann über Invertieren mir einfach die Maske umdrehen. Also das macht es echt einfach. So braucht man diese beiden Korrekturen quasi nur zu kopieren, einmal die Maske zu invertieren und dann ist die ganze Geschichte fertig. Genau. Ich würde jetzt von der Bearbeitung so vorgehen, dass ich sage, ich gucke hier nochmal ja, in den hellen Bildbereich, was will ich da nochmal vielleicht anpassen? Die Belichtung der Tonwertkorrektur passt soweit. Ich habe jetzt ein bisschen in den dunklen Bereich nochmal ein bisschen nachgedreht. Und für meinen Punkt würde das jetzt soweit passen. Und ich ja, mache dann
Im zweiten Step gehe ich nochmal an die Farben und lege quasi eine Farbbalance mir einmal hin. Also ich habe quasi jetzt über die Tonwertkorrektur mir den Himmel nochmal auskorrigiert und jetzt würde ich gerne noch die Farbbearbeitung dieses Bereichs nochmal genauer machen. Ich verwende da eigentlich immer die Farbbalance und hier gibt es halt den Vorteil, dass man in Tiefen, Mitteltöner und Lichter bearbeiten kann. Die Punkte gehe ich tatsächlich immer, wie es passt, einmal durch und wie man hier schon erkennen kann, mit relativ wenigen Verschiebungen ändert sich tatsächlich nochmal der Look hier. Und das finde ich ist echt gut. Vor allem würde ich jetzt versuchen, dass man den Himmel nochmal einen Ticken mehr Blau noch mit reinbekommt. Genau. Und so kann man das eigentlich relativ gut nacheinander abarbeiten. Ich mache jetzt das Gleiche einmal mit dem Vordergrund. Genau. Ich würde jetzt gucken, dass ich im ersten Schritt die Kontrastkanten noch mal ein bisschen dunkler ziehe. In dem Zuge noch mal die Mitten ein bisschen korrigiere. Und dann schaue ich, ob die Helligkeit vielleicht noch mal ein bisschen angepasst werden muss. Ja, das mache ich im Prinzip einmal immer individuell auf das Bild quasi angepasst. Genau. Im Anschluss kommt dann wieder eine Tonwertkorrektur drauf, wo ich dann auch noch mal von vorne anfange, die Tiefen. Ich würde dem Ganzen tatsächlich ein bisschen mehr Blau noch verleihen. Und ja, tatsächlich passt das Rot hier auch noch ganz gut rein. Ja, das ist, finde ich, Fotografie ist so ein bisschen auch wie Kochen, so ein bisschen Gefühlsgeschichte. Also das hat, glaube ich, viel mit dem eigenen Geschmack auch zu tun. Ja, genau. Ja, das wäre so die ersten Basics. Was ich immer noch sehr gerne mache, ist Dodge and Burn. Das möchte ich jetzt einmal kurz anschneiden. Und zwar Dodge and Burn ist eigentlich total simpel. Dodge and Burn ist eigentlich aufhellen, heller Bereiche, abdunkeln, dunklere Bereiche, um einfach ein bisschen mehr Tiefe herzustellen. Das kann man eigentlich total simpel machen. Ich nehme eine neue Ebene und sage der Ebene, dass sie den Eigenschaften Modus weiches Licht hat und dann male ich einfach auf dieser Ebene mit einem weißen oder einem schwarzen Pinsel und kann somit dann Bereiche relativ einfach aufhellen. Also hier zum Beispiel den Hinterteil von dem Boot oder hier das Boot hier vorne. Ich kann nochmal hier ein bisschen den Steg aufhellen oder hier vorne die Takelage beziehungsweise die Poller, wo das Boot liegt. Und so kann ich relativ schnell dem Bild nochmal so ein bisschen Tiefe verleihen, weil ja, so diese ganzen starken Kontraste, die man im menschlichen Auge sieht, das schafft halt eine Kamera, auch wenn sie gut ist, schafft das gar nicht so gut wiederzugeben. Genau, ich habe jetzt für die Abdunklung habe ich jetzt im Prinzip eine zweite Ebene gemacht. Man kann das Ganze noch benennen. Ich mache das meistens so, ich mache das Helle zuerst und habe das Dunkle hinterher. Ich habe jetzt einfach den Füllmodus des Pinsels auf Schwarz gestellt, um halt dunkler zu werden. Und ich würde jetzt hier vorne die Elbphilharmonie noch ein bisschen abdunkeln. Und genau, hier die Bereiche, dass man so ein bisschen mehr Tiefe bekommt. Genau, auch der Schatten hier unten von dem Schiff kann man auch ein bisschen abdunkeln oder hier vorne so ein bisschen Schatten noch erzeugen. Das finde ich sind tolle Mittel, um noch mal so ein bisschen mehr Tiefe in das Bild zu bekommen. Genau. Ja, das war Dodge and Burn soweit. Was ich immer sehr gerne mache, ist so einen kleinen Faded Look zu erzeugen. Das kann man auf verschiedenen Wege machen. Die meisten machen das über eine Gradationskurve. Ich mache das tatsächlich hier in Photoshop oft mit der Belichtung. Und ich habe mir das hier einmal voreingestellt. Man kann sich das auf Standard, ja, sieht das so aus. Und ich kann mit dem Spielen von den Reglern kann ich so ein bisschen einen Faded Look erzeugen. Ich habe mir hier eine Voreinstellung gemacht, um das im Prinzip ja so ein bisschen schneller auch hinzubekommen.
Ich würde den jetzt im Prinzip hier einmal so belassen, würde sagen, aber ich mache den nur auf 50%. Und ja, genau, das ist so eine schnelle Möglichkeit, einen faded Look zu erzeugen. Für einen Farblook hinterher verwende ich immer die selektive Farbkorrektur. Das Tool ist tatsächlich eins meiner Lieblingstools. Man hat die Möglichkeiten, in jedem einzelnen Farbkanal nochmal die Bereiche zu verändern. Ich habe mir hier schon Presets angelegt. Das ist total simpel. Man kann sich an einem Bild quasi hier die Einstellung einmal machen und speichert sich hier oben diese Vorauswahl wie ein Preset einmal ab. Und dann kommt das hier in der Liste. Und ich würde jetzt mich einfach mal durchklicken. Ich habe ein paar mehr schon gemacht, einfach in den letzten Jahren. Und wie man sieht, macht das doch tatsächlich echt viel aus, sich hier ein bisschen Zeit zu lassen. Ja, genau. Ich würde jetzt tatsächlich eines dieser Presets auch drin lassen. Und ja, ich finde das jetzt spontan passt ganz gut. Das würde ich jetzt auch einmal so drin lassen. Das wäre jetzt einmal die selektive Farbkorrektur. Und um das ganze Bild zu exportieren, kann man einfach hier auf Export gehen, für Web speichern und dann kann man das Bild speichern. Was aber auch funktioniert, ist einfach das Bild zu schließen, es abzuspeichern. Und in Lightroom wird es hier gleich gespeichert ankommen und ich kann dann einfach hier reingehen, sage exportieren. Und dann kann ich hier diese ganzen Exporteinstellungen nochmal machen. Genau, das wäre so der Weg, wie ich ein Bild bearbeite. Ich würde euch einmal zurück mit in die Präsentation nehmen. Und genau, dann schneiden wir noch ein paar kleine Punkte an. Ja, genau. Das war die Bildbearbeitung in Photoshop. Gerne, wer Fragen hat, schreibt mich einmal kurz an. Ich versuche hinterher einmal nochmal einen kleinen Rundumschlag zu machen und ja, versuche eure Fragen auch mit zu beantworten. Genau, ich möchte einmal von der Bildbearbeitung zur Technik gehen, mein mobiles Setup, mein Home-Setup zeigen und dann sind wir tatsächlich auch gleich durch. Jetzt ist 19 Uhr. Ich hoffe, für die letzten paar Folien habt ihr noch genug Zeit und natürlich für die Fragerunde. Genau, geht es gleich direkt weiter. Ja, Bildbearbeitung, die Software haben wir durch. Mein mobiles Setup sieht aktuell vor, ein iPad Air 2020 mit einem Apple Pencil 2 und einem iPhone 12 Pro. Ich habe jetzt in dem oberen Bild habe ich einmal Lightroom geöffnet und da kann man eigentlich super sehen, wie mein Lightroom Classic synchronisiert ist mit meinem Tablet und mit meinem iPhone. Also ich kann tatsächlich von der Couch, vom Bett, von unterwegs, kann ich überall mit meinem iPad die Bilder bearbeiten und habe die Einstellung gleich in meinem Lightroom Classic und kann, wenn ich möchte, ja, an dem Laptop gleich weitermachen und in Photoshop übergeben etc. Genau, wenn ich mobil unterwegs bin, und den Laptop brauche, habe ich meinen Apple MacBook Pro 2018er Version dabei und ich benutze ein Wacom Intuos Stift-Tablet. Das habe ich auch hier vor mir liegen. Bluetooth, ja, ein kleines handliches Bluetooth-Stift-Tablet kann ich tatsächlich nur empfehlen für alle, die vor allem Bildbearbeitung machen. Ja, dann mein Home-Setup seht ihr auch im Hintergrund. Ja, wo ich auch die ganze Zeit quasi hier vor meinem Schreibtisch sitze. Ich habe ein bisschen umgebaut, um quasi meinen Schreibtisch und die Holzwand im Hintergrund zu haben. Die habt ihr auch jetzt die ganze Zeit gesehen. Genau, ich habe auch mein Home-Setup besteht eigentlich aus meinem MacBook Pro, meinem Stift-Tablet. Ich habe den BenQ SW321C als Bildbearbeitungsmonitor. Ich hatte viele oder relativ lange noch den 27 Zoll von BenQ gehabt. Inzwischen habe ich jetzt einen bisschen größeren. Und ja, für zu Hause habe ich eine Logitech Maus und eine Logitech Bluetooth-Tastatur, damit man so ein bisschen zentraler vor dem Monitor auch arbeiten kann. Genau, so sieht das bei mir zu Hause aus. Ja,
Dann gehen wir, möchte ich noch ein bisschen was zu meinem Setup sagen. Also ich habe ganz wichtig, ja, ich habe irgendwann gemerkt, die Bilder, die ich bearbeite, ja, passen nicht 100% mit dem Druckergebnis, was ich dann hier vor mir liegen habe. Und irgendwann ist das so, wenn man halt auch mit einem, ja, mit Kunden arbeitet, die in der Werbung arbeiten, die wollen halt farbgenaue Bilder auch teilweise haben. Und dementsprechend habe ich mir dann überlegt, okay, was macht Sinn? Am meisten macht Sinn, einen Monitor zu haben, der die Farbbereiche, die Adobe Lightroom und Photoshop ausgeben können und die Kamera natürlich auch aufnehmen kann, wenn dieser Monitor diese ja, Farbgenauigkeit auch darstellen kann. Viele der günstigen Monitore können das nicht. Deshalb habe ich mich entschieden, tatsächlich auch ein bisschen mehr zu investieren, weil das auch tatsächlich wie die Kamera, der Laptop, das Tablet etc. einfach ein Arbeitsgerät ist. Und das lohnt sich auch tatsächlich für einen Monitor viel Geld auszugeben. Genau. Ja, die Farbgenauigkeit ist wichtig für Auftragsarbeiten und die Bildschirmgröße ist natürlich richtig gut, ja, einfach auch für die Bildbearbeitung und vor allem schon für die Augen. Ich brauche inzwischen eine Brille tatsächlich, ja, weil ich einfach, die Augen werden irgendwann schlechter und dementsprechend ist natürlich ein größerer Monitor schon sehr hilfreich, genau. Ja, und die Vorteile von diesem BenQ, SW321C, sowohl von diesem Monitor, es gibt den auch als 27 Zoll, es gibt den auch ja, für andere Bereiche. Das ist jetzt ein Fotografenmonitor. Der zeichnet sich halt tatsächlich echt aus für 99% Adobe RGB Farbraum. Das ist schon sehr, sehr gut. Und natürlich auf 100% sRGB Farbraum. Das wird ja hauptsächlich auf Instagram benutzt. Ja, das ist schon sehr gut, dass man diese Farben wirklich farbecht wiedergeben kann. Was natürlich bei einem guten Monitor auch sehr gut ist, ist natürlich die gleichmäßige Ausleuchtung. Man hat keine dunklen Flecken in den Ecken oder am Bildrand oder in der Mitte. Das ist, lohnt sich dann schon ein bisschen mehr Geld auszugeben. Was jetzt zum Beispiel dieser Monitor noch einen Vorteil hat, er hat einen Paper Color Sync, was bedeutet, du kannst deinen Druck nehmen, hältst ihn neben dem Monitor, mit dieser Paper Color Sync Software wird dann das Bild 1 zu 1 synchronisiert und dann sollte das idealerweise passen. Genau. Ich habe das noch nicht probiert, habe aber werde wahrscheinlich auf der Messe, in der Fotopia Messe, da werden wir das einmal am Stand auf jeden Fall wahrscheinlich anschauen können. Da werde ich mich auf jeden Fall auch nochmal ja, informieren, beziehungsweise werde das hier dann auch bei mir auch ausprobieren. Ja, eine 4K-Auflösung ist natürlich für hochauflösende Kameras sehr wichtig. Ich bin sehr dankbar, dass dieser Monitor 4K auflösen kann. Meine Bilder, die ich mit einer 42-Megapixel-Kamera aufnehme, haben eine Auflösung von knapp 7000 der langen Kante gerechnet. 4K sind ja nur knapp 4000 Pixel. Also man merkt, wenn man das Bild ja, 1 zu 1 zeigen möchte, dann braucht man eigentlich eine 8K Auflösung. Das funktioniert so aber nicht. Aber diese 4K-Geschichte ist natürlich schon mal super, super gut und hilft einem auch schon bei der Bildbearbeitung. Genau. Und was diese ganzen BenQ-Monitore wirklich haben und was ein toller Vorteil ist, ich habe das an meinem 27-Zöller auch gehabt, es gibt diesen Hotkey-Puck. Dieser ist in der zweiten Generation mit diesem Drehrad obendrauf. Und ja, dieser Hotkey ermöglicht dir mit einem Klick den Farbraum sofort zu wechseln. Die Beispielbilder sind eingeblendet. Du kannst auf 1 Adobe RGB haben, auf 2 hast du sRGB und auf 3 hast du zum Beispiel Schwarz und Weiß. Für Schwarz und Weiß ist zum Beispiel bei Hochzeitsaufnahmen ist das super hilfreich, wenn man ein paar Bilder in Schwarz und Weiß bearbeiten möchte und
Man kann so mit einem Klick, ohne dass man die Bearbeitung auf Schwarz und Weiß umstellen muss, kann man mit einem Klick im Monitor schon sehen, wie wirkt das Bild in Schwarz und Weiß. Kann ich das verwenden oder nicht? Also das ist eine tolle Hilfe. Genau, das möchte ich einmal noch zum Schluss loswerden. Also wir sind jetzt tatsächlich durch. Also ich bin soweit durch mit meinem Vortrag und freue mich jetzt auf die Fragerunde. Und ja, die Fragen, die nicht beantwortet werden können, könnt ihr mir auch gerne hinterher nochmal auf Social Media schreiben. Ich versuche dann, ja, so gut es geht, da nochmal drauf zu antworten. Genau. Ja, damit wären wir durch. Ich bedanke mich schon mal für alle, die bis jetzt dran geblieben sind und freue mich natürlich auf eure Fragen. Ja. Ich glaube, Bobby, dich hört man nicht. Entschuldigung, okay, jetzt hört man mich. Richtig. Ja, ich wollte nur sagen, vielen Dank für den Vortrag. Ich denke, da waren einige hilfreiche Tipps dabei, was die Zuschauer mitnehmen können. Und ich würde einfach sagen, wir starten direkt mit den Fragen. Hier sind einige schon reingekommen. Erstmal, was bezeichnet man unter Architekturfotografie? Ist es nur Gebäude oder sind es die bestimmte Ebenen? Also, ja, Architekturfotografie rein klassisch stammt ja tatsächlich ja, eigentlich von reinen Gebäudeaufnahmen. Wenn ich mir jetzt bei einem Architekt, ja, bei einem Architekt auch die Bilder zum Beispiel angucke, hat das immer sehr grafische Geschichten von Gebäuden. Ich achte darauf, dass die Gebäude ausgerichtet sind, dass ich keine stürzenden Linien habe. Ja, das ist so eigentlich die klassische Architekturfotografie. Ich zum Beispiel verwende dieses Stilmittel sehr gerne, verwende aber auch gerne eine Mischung aus Architektur und Straßenfotografie, wo man Menschen mit einbaut. Ja, oder halt noch Pfützen als Stilmittel nimmt, um einfach eine Mischung zu haben. Genau, aber die klassische Architekturfotografie bezieht sich eigentlich optisch meistens immer auf ein Gebäude oder einen Gebäudeausschnitt, der auch immer sehr grafisch, also sprich immer ausgerichtet dargestellt wird. Genau, das ist so die klassische Architektur. Ja. Okay. Ja, Genau. hier hat noch Arne geschrieben, ich besitze seit einem Jahr ein SW270C. Wie häufig und unter welchen Settings sollte ich kalibrieren? Kannst du dazu was sagen, Johannes? Sonst würde ich. Tatsächlich habe ich mir für die Farbkalibrierung einen Spider-X geholt. Das ist so ein kleines Farbkalibrierungstool. Damit kalibriere ich mein MacBook und den Monitor. Ja, ich mache das tatsächlich, wenn ich Auftragsarbeiten habe, mache ich das meistens davor, wenn ich weiß, dass ich das ganz wichtig brauche. Ansonsten mache ich das alle Vierteljahr nur mal. Also ich mache das tatsächlich gar nicht so oft, weil für die Instagram-Geschichten, für die Bilder, die einen Farblook bekommen, da reicht mir, wenn ich hier sRGB eingestellt habe, als Bearbeitungseinstellung, dann reicht das für mich schon aus. Genau. Also ich mache das tatsächlich meistens immer nur, wenn ich weiß, auftragsbezogen so, das brauche ich jetzt, dann stelle ich das vorher einmal ein und dann stelle ich das alles, ja, zwei Monate, alle 1, 2 Monate stelle ich das einmal ein, kalibriere es Okay. nochmal nach. Genau, ja. Super. Ja, das habe ich auch von einem anderen Experten von uns gehört, dass er das immer vor jedem großen Auftrag macht Genau. und sonst dann auch nicht Ja, in sehr so schön. Abständen. Genau. Dann als nächste Frage habe ich, wie bist du an die ersten Aufträge in der Industrie gekommen? Tatsächlich bin ich angesprochen worden. Also ich habe konstant immer ja, meine Sachen hochgeladen und irgendwann sind die Leute mit einer Anfrage gekommen. Und ich habe zum Beispiel für NIO Mobility, das ist ein E-Scooter, ja, Fabrikant, der hatte mich einfach gefragt, du möchtest du Bilder machen dafür? Traust du dir das zu? Und dann habe ich gesagt, ja, können wir gerne machen. Und dann haben wir halt einen Vertrag gemacht. Ich habe ein paar
Probeaufnahmen gemacht und so sind wir halt zusammengekommen. Das war immer quasi einmal, ja, ich wurde eigentlich immer angeschrieben. Also die Leute kommen immer auf mich zu, wenn sie was haben wollen. Genau, ja. Okay. Dann habe ich hier noch die Frage, wie gehst du an Aufnahmen dran, wenn Personen gut zu sehen sind? Machst du dann auch eine Belichtungsreihe? Tatsächlich ist es da ja schwierig, weil eine Person immer in Bewegung ist. Da versuche ich immer ein bisschen abzuwägen. Wenn jetzt das Licht zu hell im Hintergrund ist, versuche ich schon eher zu gucken, dass der Himmel nicht allzu hell wird. Also ich belichte dann eher eine Stufe weiter unten und ziehe dann im Nachgang die Höhen ein bisschen, also die Tiefen ein bisschen höher, um den dunklen Bereich ein bisschen aufzuhellen. Das kann man eigentlich auch bei vielen Architektur beziehungsweise bei einfach den meisten Fotografien mit ja, einem aktuellen Kamerasystem kann man das eigentlich immer machen, dass man sagt, man belichtet eine Stufe dunkler, als dir die Belichtung vorgibt. Und ja, in der Regel können die Kamerasensoren nehmen so viele Informationen auf, dass du die dunklen Bereiche besser wieder heller machen kannst, wie die hellen Bereiche dunkler machen kannst. Also das ist so ein allgemeiner Tipp, den man für jede Situation nehmen kann. Genau. Ja, dann wurde hier noch gefragt, dieser Vortrag jetzt für welches Level wurde das jetzt gehalten? Also was würdest du einschätzen, wer kann das ja umsetzen? Also ja, das sind, ich würde jetzt sagen, wer Lightroom verwendet und Photoshop verwendet, für den ist das auf jeden Fall vielleicht hilfreich. Ja, die Kameraeinstellungen, also ich habe das alles immer, ja, Learning by Doing quasi selbst beigebracht über YouTube-Tutorials. Also ich würde jetzt sagen, dieses Webinar, ja, da sollte man sich schon ungefähr ein bisschen mit der Kamera auskennen, dass man weiß, manueller Modus, wie sich die Belichtung auf die Blende ausübt. Und bei der Bildbearbeitung sollte man zumindest ja, Lightroom einmal geöffnet haben und ein bisschen die Struktur kennen. Dafür würde ich jetzt sagen, ist das vom Level her. Genau. Okay. Ja, jetzt, wo wir mit der Zeit auch schon ein bisschen fortgeschritten sind, die letzte Frage dann einmal noch von Frank. Was würdest du Anfängern raten, die mit einem neuen Insta-Account starten? Ja, also ich würde auf jeden Fall sagen, Regelmäßigkeit ist immer sehr gut. Also sprich, gucken, dass man herausfindet, welche Tageszeit würde sich lohnen für einen. Ich habe für mich herausgefunden, dass es sich bei mir lohnt, immer abends hochzuladen. Ich lade immer zwischen 18 und 20 Uhr meine Bilder hoch. Heutzutage ist es so, dass Instagram hat recht viel in den letzten Wochen und Monaten umgestellt zu Reels, hat man ja mitbekommen, also viel Videocontent. Reine Fotografie ist tatsächlich auf Instagram, würde ich sagen, tatsächlich ein bisschen schwieriger geworden, da erfolgreicher zu werden. Am besten, wenn man auch gerne was mit Videos macht, bringt auf jeden Fall eine Mischung aus beiden Elementen, also Video sowohl als Fotografie. Genau, also wichtig ist Konstanz. Und sich eine Nische aussuchen, also sprich, ja, dass ich nicht nur Architektur hochlade, dann ein Porträtbild oder ein Katzenbild oder ein Blümchenbild, sondern dass man sagt, okay, ich bin in einer Nische und sage, ich betreue halt oder ich mache halt nur Architektur oder nur die Geschichte und ja, trenne eventuell sogar nochmal den Account und mache einen zweiten, zum Beispiel nur für Porträtfotografie etc., ne? Dass man das so ein bisschen eingrenzt. Genau. Und dann halt aktiv sein, kommentieren, liken, reposten, das wird immer gern gesehen und genau, das kann ich eigentlich nur raten. Okay, super. Ja, ich denke, da sind wir am Ende angekommen. Vielen Dank nochmal für die Beantwortung der Ja, gerne. Fragen. Und ja, wenn jemand noch Interesse hat, uns an der Fotopia zu besuchen, dann schreibt nochmal gerne in die Fragebox rein, wann er gerne dabei wäre. Wir verlosen dann unter allen Teilnehmern die Tickets, die 20 Tickets. Ansonsten wünsche ich euch noch einen schönen Abend. Ich übergebe gerne das letzte Wort an Johannes und ja, freue mich, euch vielleicht auf der Fotopia in Hamburg zu sehen. Bis dann.
Ja, super. Dann sage ich ein Schlusswort. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, für den einen oder anderen war ja was Hilfreiches dabei. Wer tatsächlich jetzt noch eine Frage hat, gerne nochmal an mich auf Instagram schreiben oder per E-Mail oder wie auch immer. Ja, ich bin auch auf der Messe, werde auch bei BenQ am Stand sein, zumindest am Freitag. Und ja, wer vorbeikommt, gerne einfach anquatschen. Genau. Vielen Dank fürs Zuschauen. Auf Wiedersehen. Ciao, ciao. Ciao.